10 Minuten lang Stromausfälle verhindern. Okay, das kriege ich hin, wenn kein Wirbelsturm kommt. Hahaha! Oh, Ada! Ranger-Team, Fahrzeug lecken! Fahr los! Moin und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution im Herausforderungsmodus auf dem Schwierigkeitsgrad Jurassic mit allen DLCs. Die gute Kajal hier hat schon richtig festgestellt, das ist auch am Ende von der letzten Folge schon so gewesen, dass wir eine sehr gute Sicherheitsbilanz hier haben. Und das muss ich wirklich an der Stelle nochmal hervorheben, ja. Wir haben wirklich kaum Tote durch Dinosaurier gehabt in der ganzen Zeit, in der dieser Park jetzt existiert und läuft. Das muss ich wirklich mal sagen, das ist ganz hervorragend. Es sind wirklich kaum Fleischfresser amok gelaufen. Ich glaube, wir hatten ja nur einmal so eine Situation, wo mal ein paar Dilos ausgebrochen waren und da nicht genug Kapazität im Schutzraum war oder so. Also irgendwas war da noch gewesen, ja, das stimmt. Gemessen an der langen Zeit, der Spielstand jetzt hier auch schon läuft, haben wir echt wenig so tödliche Katastrophen. Wir haben auch immer genug Schutzräume gehabt. Also wir hatten auch selten Aufträge so von wegen, bauen Sie mehr Schutzräume, um die Schutzraumkapazität zu erweitern. Also auch das zeigt eigentlich, dass es ziemlich gut lief. So, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben jetzt hier die Aufgabe, Troodons zu züchten, und zwar 3 Stück. Da haben wir jetzt natürlich gerade nicht genug Geld. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder Fossilien verkaufen. Jetzt kommt wieder so dieses typische Jurassic World Multitouching ins Spiel hier an der Stelle. Ja, da muss man mal ganz schön viele Sachen gleichzeitig auf dem Zettel behalten, damit es nicht aus dem Ruder läuft irgendwo oder man dann vielleicht aus Versehen noch pleite geht. Ja, das ist immer so eine Sache, da muss man ganz schön aufpassen hier. Aber jetzt haben wir das Geld, ich habe nochmal ein paar Fossilien verkauft, konnte sogar noch eine Expedition starten, der Wahnsinn. Nicht schlecht, da kriegen wir auch nochmal Geld. Und ich habe jetzt hier auch das Hotel fertiggestellt und da ist natürlich sofort die Bewertung auf 4,4 Sterne hochgesprungen. Das ist auch nicht schlecht, das ist immer so ein wichtiger Hinweis, schaut immer auf die Kapazität eurer Hotels, denn damit könnt ihr die Bewertung auch nochmal pushen. Wenn die Bewertung nämlich auf annehmbar sinkt, dann sinkt auch eure Gesamtbewertung. Und sie kriegen es wieder nicht hin, die Proceratosaurier zu betäuben. Herrlich. Diese Unfähigkeit der ACU ist manchmal echt, macht einen fassungslos. Wie sieht es denn jetzt hier forschungstechnisch noch aus? Was fehlt jetzt? Fleischfresserpaket. Ah ja, genau. Wir haben doch jetzt aber mehr Geld, oder? Also dadurch, dass wir doch jetzt eigentlich hier, genau, 400 und 7000. Dadurch, dass wir jetzt ja auch die 5% mehr Ticketverkäufe haben. So, der kann dann gleich mit rüber. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Und dann ist noch... der schläft wieder hier. Das ist auch gut. Herrerasaurus Fleischfresserpaket. Die bloß gleich durch. Nice. Ankylodoku. Ach lol, ich bin auch so ein intelligenter Mensch, ey. Warum habe ich denn dem noch keine Futterstation hier reingestellt? Ich habe die ganze Zeit vergessen, dem Ankylodokus Futter reinzustellen. Der verhungert die ganze Zeit. Ich blöd, Mann. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Irgendwas hast du doch vergessen. Toter Dinosaurier, das ist aber nicht der, für den ich ihn halte. Denke ich mal, oder? Hä? Was ist denn hier ein Toter? Ich sehe keinen. So, kein Toter. Hä? Warte mal. Ach da! Oh nein, Pachycephalosaurus. Die sterben ja jetzt auch. Sag mal erstmal die Troodons. Ich sage ihm etwas, das ich selbst etliche Male gehört habe. Ja. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Nur, dass sie es gemacht haben. So, warte. ACU darf gleich mal Troodons betäuben hier und dann machen wir hier gleich noch einen, den können wir auch freilassen. Machen wir hier Pachys noch schnell. Den würde ich aber gerne erstmal noch mal ein bisschen modifizieren. Dadurch war er sowohl intelligent als auch tödlich. Genau wie meine zweite Frau. Hehe. Weg. Schnell, schnell, schnell. Ah nein, besonders effizientes Brüten gibt's ja nicht. Ah! So, jetzt schnell ausbrüten. Genau. Ui, ui, ui. Oh Mann. Ja. Komm. Nein, warte, ACU, du musst weitermachen.
Hier sind doch noch zwei Trodons. Und dieser eine da, der muss... Der Proceratops muss hier rüber. So, der eine, der kann schon mal verkauft werden. Der, wie das bei den Trodons immer wahnsinnig schnell geht mit dem Betäuben. Und die Proceratosaurier, da dauert das gefühlt irgendwie 3 Stunden immer jedes Mal, bis die betäubt sind. So, wunderbar, alle verkauft. Hervorragend. Excellencia. Jetzt muss ich nochmal schauen, haben wir jetzt hier noch einen Reserve-Pachy? Ja, scheint noch genug Pachys zu geben. Damit die nicht ausrasten, müssen wir trotzdem den jetzt schon ersetzen, der da gestorben ist. Sonst kriegen wir langfristig ein Problem. Sehr gut, denn Ankylodokus geht's auch gut. Und wir nähern uns jetzt dem 5. Stern so langsam. Nicht schlecht. Warte mal, es fehlten uns noch. Transportbewertung. Okay, wir müssen mal anfangen, eine Monorail zu bauen. Das wird jetzt auch lustig. Die Monorail nachträglich da so reinzufriemeln, das wird eine Herausforderung. Gebe ich durchaus zu, ja, aber nicht unmöglich, hoffe ich. Müssen wir mal schauen. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, die nächste große. Habe ich die eigentlich schon erforscht, die Monorail? Das ist schon mal das Erste. Ich glaube noch nicht. Ja, die habe ich nämlich noch nicht erforscht. 500.000. Machen wir das mal. Man möchte meinen, Dinosaurier verkaufen sich von selbst. Aber jeder weiß, dass es nicht so einfach ist. Aha. Auch wenn sie es bei diesem Auftrag so aussehen lassen haben. Haben aussehen lassen. Lassen aussehen haben. Machen sollen tun. Ich verkaufen tun machen. Ha! Bembot. Mir fiele niemand anderer ein, dem ich diesen Auftrag eher annehmen würde als Ihnen. Das ist mein Ernst, auch wenn es nicht ganz der Wahrheit entspricht. Lülü. Mopsy 1.0 war besser. Ja, das muss man wirklich mal sagen. Mopsy 1.0 hat wenigstens auch mal gekämpft. Aber ja, diese neue Mopsy, die ist irgendwie nix. Weiß auch nicht warum. Die will irgendwie nicht. Dabei hat die nicht mal einen Stresshammer drin. Das ist auch lustig. Die müsste eigentlich voll aggro sein, aber... Pachy ist gleich fertig. Na? Der ist auch nochmal ein bisschen besser jetzt. Als der, der da gerade gestorben ist. So erhöht sich nämlich unsere Parkbewertung auch. Indem wir einfach neue Tiere züchten, die besser sind als die alten. Ich meine, wir haben hier noch die Diplodocus 001, der hat ja auch nur noch eine 146er Bewertung. Eigentlich, weißt du was, ich kann eigentlich jetzt schon sagen, mach noch einen Diplodocus. Wenn ich das Geld hätte, könnte ich das auch machen. Und dann den anderen einfach direkt verkaufen, weil, ne, und so. Der andere ist eh nichts wert, meine ich. So. Jetzt kann ich das sogar machen. Vielleicht noch mit einem anderen Muster. Mit dem Wüstenmuster. Für Vielfalt und so. Dann betäuben wir die Plodocus 001 und verkaufen den. Da müssen wir nicht Zeuge seines Todes werden. Dann verkaufen wir ihn, bevor er stirbt. Erreichen Sie Einnahmen pro Minute. 2,257... Okay. Ich weiß nicht, sind eigentlich die Verkäufe, die ich hier mache, werden die da auch mit eingerechnet bei den Einnahmen pro Minute? Nee, ne? Das sind, glaube ich, wirklich nur rein die Anlageneinnahmen vom ganzen Park halt. So, warte mal. Genau, da mal hin, da mal. Herirasaurus, stimmt. Was wir alles jetzt hier haben, ey. So, der Diplo ist durch. Verkaufen wir den Diplo mal. Toll, wir verkaufen irgendwelchen Leuten alte Dinosaurier. Warum muss ich da an diese Szene aus Dumm und Dümmer denken, wo sie dem kleinen Jungen den Wellensittich verkauft haben, den Toten, den kleinen blinden Jungen? Du hast unseren toten Wellensittich einen blinden Jungen verkauft? Harry, ich habe ihn wieder hingekriegt. Ungefähr so ähnlich ist das. Ungefähr so ähnlich ist das, ey. Da muss ich voll dran denken gerade irgendwie. Ich meine, wer will denn schon einen Dinosaurier, der in 5 Minuten sterben kann, so? Das ist doch... Wer kauft denn den?
Der Kennung nach zu urteilen, hast du gerade einen Trodon in das andere Gehege gepackt. Das kann nicht sein. Ich habe 3 Trodons gezüchtet und der Auftrag lautete, verkaufe 3 Trodons. Hätte ich wirklich den anderen Trodon in das Gehege reingesteckt da drüben, dann hätte ich einen zu wenig gehabt, den ich hätte verkaufen können. Daher ergibt das keinen Sinn. Und daher werden diese Tiere hier drin auch alle Proceratosaurier sein. Genau, wie ich es gesagt habe. Hervorragend. Also ganz so unaufmerksam bin ich dann doch nicht manchmal. Manchmal habe ich so meine hellen Momente, ja, wo ich dann auch mal Dinge mitkriege. Der Wahnsinn. Kommt nicht selten vor, ja, kommt nicht oft vor, aber kommt vor durchaus. Wie sieht es eigentlich mit den Bewertungen so allgemein aus? Also mal abgesehen jetzt von Transport. Oh, Nahrungsbewertung müssen wir hier noch ein bisschen hoch. Oh, wir haben große Baustellen, meine lieben Freunde. Können wir hier mal das Personal vergrößern und dann gleich mal die Preise erhöhen. Großes Baustellen. Aber irgendwie in den Fastfood-Läden will man keiner essen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wie sieht's denn hier jetzt nochmal aus? Ja, warte mal, da müssen wir doch nochmal neue Restaurants aufstellen. Restaurante. Warte, vielleicht nochmal einebnen. Bevor wir hier was bauen. Genau, bauen wir noch ein Restaurant. Und ja, stimmt, diese Ausgrabungsdings habe ich ja noch nicht gebaut. Fällt mir mal so ein. Hier, wie hieß das Ding? Grabungsstätten. Hier, Fossiliengebiet, genau. Warte, da bauen wir mal eins hier hin einfach. Fossilien, genau. Schön Zeug verkaufen wieder. Ja, und Expeditionisten wieder auf die Expedition schicken. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch super aus. Vielleicht auf der anderen Seite auch nochmal eine Bar bauen. Hier, guck mal, hier können wir auch nochmal Bam, Bam, Bam sagen. Und dann hier Giganotto Steak. Und dann hier richtig... Oh yeah, guckt euch das an. Sauber, sauber. Liebe Gäste, finden Sie im Fossiliengebiet heraus, woher unsere Dinosaurier stammen. Ja, findet das mal raus, genau. Ach stimmt, Moment. Hier, Fossiliengebiet. Wo habe ich das jetzt gebaut? Hier hinten. Haha! Genau, erhöht da mal hier Zahn, machen wir da, genau. Jawohl. Hä? Ah, unser Wetterdienst meldet. Hoffentlich haben wir jetzt genug Schutzräume, jetzt wo wir die Kapazität nochmal erhöht haben. Wie einige unserer Dinosaurier haben auch sie den Instinkt eines Jägers. Aha. Sie sehen ein Ziel und hören nicht auf, bis sie es erreicht haben. Mitriacanto ist das hier, ne? Genau. So, jetzt hoffen wir mal, dass das kein Wirbelsturm wird. Sturmwarnung, okay. Machen wir mal wieder hier einen Wissenschaftsauftrag. Ich hätte da was für Sie. 10 Minuten lang Stromausfälle verhindern. Okay, das kriege ich hin, wenn kein Wirbelsturm kommt. Wo? Ah, da. Ranger-Team, Fahrzeug lecken. Fahr los. Das war doch so klar. Ich hab's gecallt, aber sowas von. Instant-Call. Okay, warte. Wir fahren einfach mit, genau. Einfach instant reparieren. Er kommt zurück. Schnell reparieren, ja. Schnell reparieren. Ah, nein, ich bin in der Dings drin. So, hier macht er bestimmt gleich so eine... Hier geht er bestimmt gleich hier hin. Und macht hier gleich kaputt. Nein, er geht auf die andere Seite. Ah, ich komme da nicht weiter. Schnell nach links. Links rein. Ja. Nice. Jetzt hier lang. Oh Gott. Da vorne geht's gleich kaputt. Hier geht's gleich kaputt. Oder? Nee, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ah, scheiße, da komme ich nicht hin. Ja, ich fahre einfach hier rein. Nein.
Schnell da. Reparieren. Ah! Gott, fahr doch. Los! Lass ihn nicht wegschieben. Es ist ein F5. Es ist ein F5. Werden da Knochen hochgewirbelt? Was ist das eigentlich für Zeug, was der da aufsaugt? Und warum werden eigentlich die Gyrosphären davon nicht beeinflusst? Ah! Schnell da vorne zumachen! Schnell! Nein, ich hätte das durchfahren müssen, nicht blöd, Mann. Oh, da spinnt der Ton irgendwie gerade so ein bisschen. Jetzt schnell da rein. Toter Dinosaurier, das passt ja. Oh, ich muss eigentlich auf die andere Seite. Scheiße. Ich glaube, er ist weg. Oder? Nee, doch nicht. Doch, jetzt ist er weg. Da ist irgendwas betäubt. Nein, warum ist denn das jetzt noch kaputt? Das ist jetzt nicht wahr. Habt ihr das gesehen? Das ist einfach noch kaputt gegangen. Der war schon längst weg, der Dings. Der Wirbelsturm. Das glaube ich jetzt nicht, ey. Der war schon längst weg gewesen. Was für ein Beschiss. Und dann ist das noch aufgegangen. Ich habe das genau gesehen. Ich habe das ganz genau gesehen. Der war schon längst weg. So ein Scheiß. So ein Blödsinn. Wo war denn das jetzt hier hinten, ne? Da so gegenüber. Sind aber bis jetzt erstmal nur drei Tiere raus. Schnell. Ja, oh Gott, da sind ja noch Besucher. Wie reparieren nicht möglich, Leute? Was ist das für ein Witz jetzt? Warum sind hier noch Leute? Schnell, alle betäuben hier. Besucher und Tiere einem Risiko ausgesetzt. Irgendwo ist noch einer. Da. Gar nicht gut. Ja, wieso? Warum sind die Idioten hier auch noch rum? Ist da nicht mehr genug Platz oder was? Und wer ist eigentlich gestorben? Fragen über Fragen. Ach ja, warte, ich glaube, ich weiß, wer tot ist. Ja, Pachycephalosaurus ist tot. Da müssen wir wohl noch einen züchten jetzt. Nein, der Diplodocus, der hat nicht funktioniert. Scheiße, warum? Das ist doch 90% plus, das kann doch gar nicht sein. Betrug. Ich will mein Geld zurück. Hier ist Avanmuster, komm. So, warte. Betäubt sie halt endlich schnell. Ich glaube, wir brauchen mehr Schutzräume. Ist nur so eine Vermutung. Irgendwo ist hier... Da. So, wo sind die anderen? Zwei sind noch am Rumlaufen. Da ist einer. Da ist ein toter Mensch. Tote Menschen im Park. Die Leute sind echt in das Hotel reingelaufen. Ich glaube, die Kapazität der Schutzräume ist echt nicht so ganz so geil. Momentan. Jetzt finden sie den Schutzraum, die Idioten. Jetzt kann ich ihn auch schon längst schließen hier. Hier sind auch noch kaputte Masten. Da ist noch der Zaun so ein bisschen angedonnert. Das ist mal ordentliches Chaos. Aber das war voll der Betrug. Der Zaun ist hinterher kaputt gegangen. Na toll, jetzt ist hier der nächste Pachycephalosaurus tot. Und hier ist noch... Was ist das jetzt hier? Pyangosaurus auch tot. Alter, ich komme aus dem Ersetzen gar nicht mehr raus. Okay, also nochmal ein Pachy. Und was war das jetzt? Pyangosaurus. Wo ist er denn? Ah, K-M... H-I-J-K-L-M. Hier, Hyango. Moment. Und wer hat da niedrige Gesundheit? Wer macht sowas? Da ist noch einer tot. Noch ein Pachy. Scheiße, ich muss noch einen ersetzen. Ich komme gar nicht mehr klar hier. Ah, zu teuer, das ist scheiße. Jetzt sterben sie alle. Jetzt sterben sie alle wie die Fliegen hier. Das gibt's doch nicht. Alle auf einmal, weil ich sie auch alle auf einmal gezüchtet habe. Natürlich. Oh Gott, wir haben Geld. Gott sei Dank. Schnell erstmal die Forschung machen. Uff, uiuiui. So, jetzt schnell noch mal losschicken, die Leute. Egal wohin, ist erstmal egal, ob wir kriegen Geld.
Und dann nochmal ein Pachi machen. Alter Verwalter, so, da haben wir jetzt nur noch einen Pachi im Gehege, oder? Den neuen Pachi halt. Ja, und der hat natürlich jetzt, der ist angefressen, weil natürlich nicht genug Kollegen da sind. Okay, der Pachi ist durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Füge Aufgabe hinzu. Verzeihung, Aufregung, da muss ich aufstoßen. Was war jetzt hier los? Ach ja, stimmt, Monorail brauchen wir ja. Ach Gott, brauchen so viel. Jangosaurus ist auch frei. Gute Arbeit. Und sie haben es nicht einmal wie Arbeit aussehen lassen. Hast du eine Ahnung, du Nase? Ich muss die ganze Zeit schon aufs Klo. Ihn mal wieder. Ich habe gerade von einem neuen Auftrag erfahren. Es scheint sich um etwas zu handeln, mit dem Sie leicht fertig werden. Gigantspinosaurus. Jetzt erstmal ihn hier hin. So, soll ich nochmal den Diplo... Ah, kann ja eh knicken gerade, ich habe nicht genug Geld. Eine Anlagenbewertung von... Warte mal, wie sieht es eigentlich aus? Ja, Sicherheit. Scheiße, ich muss jetzt gleich erstmal wegen dem Schutzraum... Dings gucken. Hä, aber das ist alles blau, das verstehe ich nicht. Das gibt keinen Sinn. Ach, weißt du was? Dann machen wir halt noch einen. Machen wir halt einfach erstmal einen. Da ist ein Schutzraum, da hätten die eigentlich hingekonnt. Und da ist auch einer. Diese blöden. Besucher hier. Da passt keiner mehr hin. Ich hätte da noch einen hin. Verdammt nochmal. Gut, wenigstens die Grabungsteams sind zuverlässig. Dann, ladet mal aus und dann schicke ich euch wieder los direkt. Dahin, dahin und Grabungsteam kehrt zurück. Okay, die haben offensichtlich nicht genügend Platz. Jetzt aber... So, dann mach mal das alles durch hier. Ja, nee, alles gut, alles gut. Alles gut. Weg, weg, weg. Schnell raus und... Ah ja, hier, der muss rüber. Was? Ach, guck mal. Die Dilophosaurus, da liegt er einfach betäubt rum. Der ist aber weit gekommen. Ist ja verrückt. So, Pachis sind durch. Schnell betäuben. Wie geht's den Pachis, die jetzt hier noch drin sind? Dem einen vor allem. Oh ja, das ist langsam. Aber es geht noch. Bei den Pachis geht's noch nicht ganz so schnell zum Glück. Alles noch unter Kontrolle. Ja, das mit dem Strom im Kreis legen habe ich natürlich schon wieder vergessen. Das stimmt, das wollte ich eigentlich machen. Sollte aber eigentlich schon so eingestellt sein. Da geht eine Leitung rum und hier unten. Das war beim letzten Mal irgendwie, dass er beide Leitungen, glaube ich, durchtrennt hat. Die und die. Und dadurch ging es nicht. Warte mal, dann machen wir mal... Von hier nach da. Und von da nach... Ja, toll, das geht natürlich wieder nicht. Ich habe nie an ihm gezweifelt. Dann halt nach da. Oh, der Akro-Kanto liegt da ja noch. Aber sie haben mich eines Besseren belehrt. Also, danke. So, Pachi rüber. Ja, genau, Lambert wieder mal. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Herrerasaurus ausbrüten, okay. Oh, warte. Was, schon wieder ein ich Toter? Ich weiß, dass diese Tiere Produkte sind. Aber Sie sollten sie nicht so behandeln. Nein, Jankosaurus. Schon wieder. Warte mal. Kann ein Hyangosaurus für sich selbst alleine im Gehege? Ja, kann er. Okay, warte, dann lassen wir einen Hyangosaurus drin und machen dann diesen einen Gigantspinosaurus einfach noch dazu. Würde ich sagen. Weil wir sollen ja Gigantspinosaurus mit der Bewertung 112 züchten. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach.
Warte mal, Gigantspinosaurus. Haben wir da zufällig noch Fossilien von dem? Sauropelta. Oder hatten wir den schon auf 100? Warte mal. Können wir ja mal hier gucken. Den müssten wir aber eigentlich schon auf 100 haben, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Sauropelta. Ja, der andere, den wir noch nicht hatten, war nämlich war Sauropelta. Genau, stimmt. Nee, dann haben wir ja Gigantspinosaurus schon. Sekunde, ausbrüten. Gigantspinosaurus. Wo ist er denn? G, unter G. Da, der ist hundertprozentig. Dann machen wir doch da gleich mal ein lebhaftes Muster drauf. Dann Zähigkeit der Haut. Dann besonders effizientes Blut, genau. Noch einmal das. Noch einmal das. Noch einmal das und noch einmal das. Jetzt guck mal, genau, hier nochmal. Ah nee, Quatsch, warte, da nochmal Zähigkeit der Haut. So, jetzt nochmal bei Sozial gucken. 4 bis 10? Lol, nee, warte, ohne mich. Da machen wir hier den Einzelgänger 2.0 machen wir da rein. Minus 31 hat er jetzt. Da müssen wir vorher nochmal... Oder warte, wir züchten ihn einfach hier drüben. Genau, wo wir die super Brutstätte haben. Wehe, das geht jetzt nicht, ne? Dann raste ich aber aus. 1,5 Millionen kostet der. So, dann brauchen wir nämlich nur ein Tier. Das ist dann gar nicht so schlecht. So, meine lieben Freunde, ich werde jetzt aber gleich mal eine kleine Pinkelpause unternehmen müssen. Kann ich jetzt schon sagen, weil ich muss wirklich aufs Klo. Ich weiß, auf dem Klo sterben die meisten Anwälte, aber was soll ich machen? Wenn die Blase drückt, dann drückt sie halt. Genau, Geld brauchen wir vor allem. Brachiosaurus können wir mal vervollständigen. Das wäre mal eine Maßnahme hier. Ja, sehr gut, da kommt doch was rein. Da kommt doch noch was rein hier. Ein paar Fossilien und so. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich mit Forschung aus? Stimmt, warte mal, da wollte ich eh nochmal nachgucken. Lass mal die gleich nochmal ankommen hier und dann werfen wir nochmal einen Blick rein. Ich wollte jetzt nochmal hier Apatosaurus, Brachiosaurus und diese ganzen Viecher. Was? Können sie wieder nicht einlagern hier? Moment. Schnell mal Platz schaffen. Geht's jetzt? Ja, geht. Brachiosaurus. Forschung. Und Forschung können wir nochmal hier machen. Und... Genau, das Gebäude haben wir jetzt. Gebäude-Dings. Ah, Brutstätten. Erfolgsrate 4.0 können wir auch gleich machen. 30 Minuten, alter Schwede. Das ist ja irre. Naja, egal. So ist das. Da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Gigantspinosaurus immerhin schon bei 51%. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Wollte ich jetzt noch irgendeinen großen Fleischfresser züchten oder sowas? Irgendwas wollte ich da jetzt noch machen. Ich wollte noch einen Sauropoden züchten, den ich hier noch mit reinpacken kann. Und ich wollte nochmal ein Diplo machen eigentlich. Minus 13, ach komm. Was soll's, rein damit. Wie viel Geld verdienen wir? Ja, komm, 400.000 die Minute knapp, das geht. Das geht, das geht. Schon wieder hier, das Fastfood-Restaurant. Die sind voll ungut, die Fastfood-Restaurants. Guckt euch das mal an, die nehmen überhaupt nichts ein. Wer hat eigentlich diese Jurassic World-Besucher dazu erzogen, nicht mehr ins Fastfood-Restaurant zu gehen? Wie kann das eigentlich sein? Erhöhen wir hier mal nochmal die Preise. In die Bowlingbahn wollen sie auch nicht. In die Spielhalle will auch keiner. Das sind alles Nasen. Spaßbewertung. Hier unten wollen sie mehr Spaß haben und da oben auch.
Ich würde sagen, an der Stelle ist diese Folge Jurassic World Evolution auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ganz wichtig, es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Jurassic World Evolution. Bis dann, ciao, ciao.